Ja, herzlich willkommen, Alfredo Morales. Wie hast du die freien Tage verbracht? Ich war mit meiner Familie in Dubai. Ein bisschen Sonne genießen, ein bisschen relaxen am Strand. Ja, wunderbar, über Weihnachten. Silvester zu Hause in Berlin, also von daher hatte ich erholsame Tage und jetzt ja, freue ich mich natürlich, dass es wieder losgeht. Wie schön ist es, dass es morgen ins Warme geht und dass ihr dieses Mal nicht hier bleibt und frieren müsst? Ach, ich bin da nicht so zimperlich. Ich meine, Vorbereitung ist immer nicht so schön, macht immer nicht so viel Spaß. Aber wie gesagt, ist natürlich schön, wenn es ein bisschen wärmer ist. Wir werden sehen, was da für Bedingungen auf uns warten in Portugal. Und ja, wir machen das Beste draus, egal was kommt, und werden gut trainieren. Davon bin ich überzeugt und gut vorbereitet sein. Ja, gelungener Trainingsauftakt heute. Herzlich willkommen, Kapitän Marvin Matip. Wie leicht ist es heute gefallen nach einem hoffentlich guten Essen an Weihnachten und einem hoffentlich guten Essen an Silvester? Ja, ich glaube, das erste Training ist nie so einfach, aber es war sehr, sehr erfreulich, dass so viele Leute es hierhin geschafft haben, so viele Leute ja, uns ins neue Jahr irgendwie begleitet haben und das macht das dann alles ein bisschen einfacher. Jetzt wart ihr dieses Mal wieder in wärmere Gefilde ins Trainingslager. Zuletzt wart ihr ja über den Winter immer hier. Ist es so ein kleiner Motivationsansporn? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass das schon sehr, sehr wichtig ist, dass du da auch nochmal einen Tapetenwechsel hast, dass du nochmal ja, unter sehr, sehr guten Bedingungen, unabhängig vom Wetter trainieren kannst. Und du bist halt die komplette Zeit zusammen. Du kannst dann nochmal als Team enger zusammenrücken. Und ich freue mich auf die Zeit. Und ja, wir werden hart arbeiten und hoffentlich dann am ersten Rückrundenspieltag da sein. Es ist ja auch die erste Vorbereitungsphase mit Stefan Leitl. Was habt ihr euch denn vorgenommen? Ja, ich glaube, dass wir da weitermachen wollen, wo wir aufgehört haben, bei Union Berlin. Wir wollen weiter erfolgreichen Fußball spielen, wir wollen weiter offensiv spielen und ja, wir wollen weiter unseren Weg gehen. Und ich glaube, dass jetzt die Zeit zusammen uns sehr, sehr gut tun wird, dass er da auch nochmal an ein paar Stellschrauben drehen kann, um uns dann ja perfekt auf die Rückrunde einzustellen. Herzlich willkommen, Fatih Kaya. Wie groß ist die Aufregung, morgen mit ins Trainingslager zu fliegen? Also für mich ist es eine super Herausforderung erstmal, eine super Chance. Und ich freue mich einfach, mit den Jungs kicken zu dürfen. Und für mich ist es halt wichtig, dass ich auch viel lernen kann hier im Trainingslager. Und ich freue mich einfach drauf, Fußball zu spielen. Was hast du dir persönlich vorgenommen für die Tage in Portugal? Ich möchte einfach viel lernen, viel einimpfen, was die Profis schon haben. Vieles abgucken auch zuhören und lernen einfach, wie das Spiel funktioniert. Auch eine Ruhe am Ball zu kriegen und einfach Spaß zu haben. Und den nächsten Schritt auch zu gehen.